Marc Faber, herzlich willkommen. Wir haben hier eine Schaltung nach Chiang Mai in Thailand. Bei dir ist Abend um 10 Uhr. Wir schauen alle ein bisschen Credit Suisse an, hier in der Schweiz, du sicher auch in Thailand. Wir sehen die Aktie, die ist heute wieder oben runtergekommen, trotz dieser 50 Milliarden Kredit von der Notenbank. Was sagst du zu der Credit Suisse? Ja gut, wir müssen natürlich lang zurückgehen, um das genau analysieren, was alles passiert ist. Und ich muss sagen, ein grosser Teil, also nicht hundertprozentig, aber ein grosser Teil ist die schlechte Führung der Bank in den letzten 20 Jahren. Und ich möchte damit auch auf gewisse Probleme hinweisen vom heutigen sozialen Netzwerk. Weil es ist doch so, dass wir früher, sagen wir mal, einen Familienbetrieb hatten. Und du wirst sagen, der Marc ist ein Romantiker. Aber die Tatsache ist einfach, wenn der Besitzer vom Betrieb sein eigenes Geld im Betrieb hat und Familie oder seine Partners, früher sind ja alle Wall Street Firmen, mit Ausnahme von einer, sind Partnerships gewesen. Mit anderen Worten, sie haben Gesellschafter gehabt, aber die sind mit dem Gesamtvermögen verantwortlich gewesen und hinter der Bank gestanden, wo sie geführt haben. Das ist auch bei den Associés von den Genfer Privatbanken bis vor kurzem auch der Fall gewesen. Ihr ganzes Vermögen ist haftbar gewesen. Und jetzt haben wir ein System, wo wir Manager anstellen, die haben nur ein Ziel, das ist möglichst viel Geld für sich zu verdienen. Der Rest interessiert sie gar nicht. Und dann ist weiterhin ein System aufgebaut in einer Grossbank oder in einem Grossbetrieb. Da haben sie einen Chef und unten dran werden eigentlich gut entlohnt, also vor allem bei Banken. Dann sind sie ruhig. Sie werden nie den Chef kritisieren. Und dann haben sie die Regierung auf der Seite und die Regierungsbeamten sind zwar Aufsichtsbehörden, nicht? Aber sie sind inkompetent und deshalb ist die Aufsicht natürlich schlecht und die Aufsichtsbehörde befiehlt den Banken und den Unternehmen und so weiter. Ihr müsst so und so anstellen, um euch beaufsichtigen, also das im Bankengeschäft, das sogenannte Compliance Department. Nun müssen Sie mal anschauen, wer in diesen Compliance Departments sitzt. Das sind alles Beamte und Buchhalter, die haben nie selber Kunden betreut und deshalb sind sie nicht kompetent, ein Geschäft zu führen. Aber die haben das eine unglaubliche Macht. Aber das ist ja jetzt zum im Bankensektor sein und im Bankenbereich klopft jetzt gerade, oder? Wir haben ja Amerika, wo Banken zugehen und es gibt Interventionen, Rettungsaktionen, in der Schweiz eben Krisis. Das, was du schilderst, gilt ja für alle grösseren Banken, dass unglaubliche Löhne und Bonus gezahlt worden sind. Warum hebt jetzt zum Beispiel ein UBS einigermaßen gut und der CS steht am Abgrund? Ja, ich habe ja gerade am Anfang gesagt, dass CS natürlich eine miserable Führungsspitze hat. Und ich kann noch nicht ausführen, dass natürlich die Führungsspitze vom Verwaltungsrat eigentlich eingesetzt wird. Oder? Das wird, der Verwaltungsrat hat eine grosse Macht. Aber die Bankiers und der Verwaltungsrat sind so vernetzt gewesen, durch soziale Beziehungen und Geldbeziehungen und Freundschaftsbeziehungen. Oder wenn, sagen wir mal, einer von einer Versicherungsgesellschaft in der Schweiz, ein Chef im Verwaltungsrat ist von der UBS. Und die Versicherung kommt Geschäft über von der UBS, dann wird sie natürlich nicht am Chef von der UBS einen grossen Vorwurf machen, sondern sie sind ruhig. Und das ist halt im heutigen System, und das sehe ich auch ganz deutlich in politischen Sachen, die meisten Leute tun ihre Meinung gar nicht mehr ausdrücken, weil sie Angst haben.
Das ist eben der Sozialismus. Das sind Sozialisten. Es ist eigentlich eine Frage von ein bisschen auch Filz und ein bisschen von Korruption fast schon, oder? Dass du sagst, ich dürfte nicht kritisieren, weil sonst geht es mir dann an den Kragen. Also du bist eigentlich wie ein bisschen gekauft. Weil sonst würdest du ja sagen, was du denkst. Ja, natürlich, aber es kommt ein grosser Druck von der Behörde auf, und den Medien natürlich auch. Das kannst du sagen, besser als ich. Die Medien. Und eigentlich die Leute können eine Persönlichkeit grundsätzlich zerstören. Sie können ihn auch aufheben, aber sie können ihn auch zerstören. Und du sagst das ganz richtig. Wenn wir in der Schweiz glauben, wir haben keine Korruption, ist das lachhaft. Gehen mal in eine kleine Gemeinde, ist überall Korruption. Nur in der Schweiz muss ich etwas sagen. Wir haben Korruption, das ist klar. Ein Land, das wenig korrupt ist wie die Schweiz, hat Staatsausgaben von so und so viel. Sagen wir mal, in der Schweiz ist rund 39 oder 38% sind Staatsausgaben. In einem ehrlichen Land fließt rund 5-10% in die Taschen von irgendwelchen Leuten, meistens Politiker. In einem unehrlichen Land wie Afrika, und die Schweiz hat natürlich bei der CS jemand aus Afrika müssen holen, um das zu führen, ist Korruption 99%. Mit anderen Worten, in der Schweiz, wenn wir beschließen, wir bauen eine Brücke oder einen Tunnel, natürlich ist er viel zu teuer, aber es wird gebaut. Und in Afrika wird es nicht gebaut. Okay, wird also immerhin wird gebaut. Ja, genau. Also gut. Immerhin wird bei uns gebaut, das ist ja gut. Versuchen wir jetzt mal noch ein bisschen bei dieser CS konkret zu werden. Also, die CS ist eine stolze Bank, du hast sie gekannt aus eigener Erfahrung, du bist dort mal dabei gewesen, im Investmentbanking-Teil, oder, vor Urzeiten, ja, ich glaube mit Oswald Grübel und anderen, White Weld, oder, und du bist ein erfahrener Beobachter von den Märkten und von den wichtigen Mitspielern, eben insbesondere an den Banken. Wie steht in deinen Augen jetzt im Moment die Credit Suisse da? Und wie kann sie in Zukunft gehen? Gut, ich habe auch Konten bei Banken, unter anderem bei Credit Suisse. Und ich muss sagen, die Angestellten, mit denen ich zu tun habe, sind gut, sind zuverlässig. Aber wie ich gesagt habe, was mich stört, ist, dass sie nie gegen ihre Chefs vorgehen und Vorwürfe erheben, weil sie eben Schiss haben, dass sie ihre Stelle verlieren. Und ich finde, ein Privatbankier, und ich bin ja in dem Geschäft tätig in Asien, eigentlich das ganze Leben, der sollte das Interesse vom Kunden wahren. Und nicht das Interesse vom Frau so und so Compliance Department bei der Credit Suisse, wo nicht qualifiziert war, in dieser Stelle zu sitzen. Das ist auch das Problem von der Führungsspitze hoch oben in den Banken. Heutzutage sind die Bankengeschäfte, vor allem im Investmentbanking, derart kompliziert, dass ein normaler Bürger oder ein Verwaltungsrat, der nicht im Bankengeschäft geschafft hat, das gar nicht versteht. Also mit anderen Worten ist eigentlich das Problem, dass eben der einzelne Banker, der durchaus eine gute Person ist und sein Handwerk so weit kann und versucht auch gute Arbeit zu machen, ist irgendwo einfach zu wenig mutig. Er tut nicht die anderen herausfordern mit ihrer eigenen Meinung und durch das schleift sich dann eine Art so eine Obrigkeits Gehorsam ein, wo kann dazu führen, dass eine Bank irgendwo in die Wand fliegt? Ich werde das folgendermaßen umschreiben. Der Privatbankier heutzutage in der Credit Suisse, der darf gar nicht am Kunden seine eigene Meinung sagen. Er muss die offizielle Meinung von der Credit Suisse erzählen. Und das ist anders als das früher war, dass ein Bankier seine Ansicht an einen Kunden hat mitteilen konnte. Er darf, was ich gemacht habe bei Drexel Burnham und vorher bei White Weld,
ich habe immer meine eigenen Ansichten gehabt. Aber ich habe natürlich müssen sagen, ja, das Haus ist, das Haus, die Häuser, die Bankiers und Investmentbankers von Wall Street sind immer optimistisch. Sie sind nie pessimistisch über irgendetwas. Und, aber das war erlaubt gewesen. Heute ist das nicht erlaubt. Ja, genau. Okay, das ist der Punkt. Das ist eben der Beamtenstaat. Der Beamtenstaat. Genau. Also, das ist der grosse Unterschied zu früher. Marc Faber, wir sind jetzt am Freitag Nachmittag, am 17. März, Viertel ab 4 in Schweizer Zeit, oder? Und wir haben jetzt wirklich recht viel los in der weltweiten Finanzbranche. Und jetzt reden wir über zwei Sachen. Einerseits Schweiz und Credit Suisse natürlich, weil die ist im Fokus, und andererseits dann Amerika und ja, die ganze Bankenkrise. Sag mir, was würdest du jetzt machen mit der Credit Suisse? Wenn du jetzt hier in der Schweiz wärst, du wärst eine Stimme, Oswald Grübel ist eine Stimme, den hört man in den Medien. Wenn du jetzt da wärst und könntest den Bundesrat beraten oder du könntest irgendwie die Nationalbank beraten oder eine Finanzmarktaufsicht, was soll jetzt die Schweiz machen mit der Credit Suisse, wenn man etwas machen kann? Ja gut, die Frage ist mir gestellt worden im Jahr 2009 bereits, weil damals sind die Schweizer Banken eigentlich am Rande des Abgrunds gewesen. Und ich habe vorgeschlagen, und das ist ein Vorschlag, den würde ich auch heute noch machen, dass man die Banken, auch UBS, eigentlich trennt. Ein Teil, die Schweizer Bank, Credit Suisse, wo soziale Funktion errichtet, denn viele Lohnempfänger kommen ihren Lohn aufs Konto von der Credit Suisse über und haben ihre Sparbüchli bei der Credit Suisse und so weiter. Und das soll die eine Bank sein. Und die andere Bank ist die Investment Bank. Das soll man den Amerikanern geben, weil es ist klar, dass das kommt noch dazu. Irgendwie haben die Amerikaner natürlich eine wahnsinnige Picke auf Schweizer Banken, weil sie so viel verwalten und weil sie so erfolgreich sind. Und das Ziel der Amerikaner ist natürlich das eigene Wohl. Das hat mir auch gesehen bei der Nord Stream. Sie wollen nicht, dass Europa billiges Öl und billiges Naturgas bezieht, sondern sie wollen ihres teure Öl und Naturgas an Europa verkaufen. Und sie wollen grundsätzlich die Schweizer Banken zerstören. Das ist ganz deutlich. Ist das so klar, dass jetzt die Amerikaner auch hinter der Misere von der Credit Suisse stehen? Und natürlich haben wir Anzeichen gehabt, es hat da quasi ein Verbot gegeben von der amerikanischen Börsenaufsicht, SEC, was den Jahresbericht oder die Publikation von dem Bericht angeht. Aber kann man aus dem sehr viel ablesen? Oder es hat Druck gegeben, dass die Schweiz endlich die Credit Suisse an die Hand nimmt und eine Lösung findet? Also ein bisschen Anzeichen gibt es, aber findest du, das kann man so absolut sagen, wie du das jetzt machst, dass die Amerikaner das Schweizer Banksystem zerstören wollen? Das glaube ich jetzt auch nicht. Sie wollen sicher das Bankgeheimnis zerstören. Das ist ganz klar. Und das ist ein Dorn im Auge der Amerikaner. Denn sie haben ja auch Banken und sie haben Gesellschaften, Delaware Companies, wo sie der Beneficial Owner, also der Besitzer hinter der Gesellschaft, der Genussnehmer dieser Gesellschaft, nicht müssen deklarieren. Das ist anders in liechtensteinischen Gesellschaften oder in Cayman Island Gesellschaften und so weiter. Also ich würde das nicht aus dem Weg oder ausschliessen, dass die Amerikaner ganz deutlich einen Willen haben, das Schweizer Bankensystem zu zerstören, wenn es ihnen möglich ist. Also, gut, dann würden wir das mal für den Moment verlassen, den Punkt, und das Schlachtfeld quasi namens Schweiz geht über auf Amerika.
Dort haben wir jetzt eigentlich den Auslöser von der aktuellen Bankenkrise, Vertrauenskrise, Aufregung, auch an der Aktienbörse. Es hat angefangen mit einer bis dahin für mich zumindest unbekannten Bank, Silicon Valley Bank. Vor wenigen Tagen ist die innerhalb von kürzester Zeit bankrott gegangen. Heute vor einer Woche, am Mittag, haben die US-Aufsichtsbehörden dort den Stich gezogen. Also es ist nicht einmal mehr Glück, ins Wochenende zu gehen, um eine Bank abzuwickeln, sondern man hat es noch kurz vor dem Wochenende müssen machen. Und dann sind weitere Dominosteine gefallen. Jetzt ist eine weitere Bank, ich glaube, die heisst Republic Bank, ist jetzt gerettet worden von 10 oder was anderen Banken, JP Morgan, grossen Banken. Riesen Aufregung. Wie steht es denn ums amerikanische Bankensystem? Ja, es steht natürlich nicht gut, mit Ausnahme von den grossen Banken, die sind relativ gut kapitalisiert. Aber ich will noch auf ein weiteres Problem hinweisen, wo die Leute eigentlich immer mir gesagt haben, das sei doch gut und so weiter. Während nach der Krise von 2008, 2009, haben die Notenbanken Zinsen auf Null, Leitzinsen auf Null herabgesetzt. Grundsätzlich. Und in Europa haben sie noch die große Weisheit gehabt, sie auf negativem Zinsniveau zu bringen. Und die Leute haben gesagt, ja, das ist doch gut. Und wenn sie Beobachter darauf aufmerksam gemacht haben, dass eigentlich der Sparer bestraft wird, haben sie gesagt, ja, das macht doch nicht, er kann ja Aktien kaufen, er kann ja Bitcoins kaufen, er kann alles kaufen. Aber die Folgen von null Zinsen sind gewesen, dass insbesondere in Europa Versicherungsgesellschaften und Banken einen Teil von ihrem Kapital haben müssen in Staatsanleihen anlegen mit ganz geringen Zinssätzen. Also 100-Jährige sind zum Teil unter 1% gefallen Zinsen. Also die Banken haben Geld bekommen von ihren Anlegern und Depothalter und haben die Gelder zum Teil in Obligationen müssen anlegen. Auch für Sicherheitsgesellschaften. Und jetzt sind eben Zinsen gestiegen, weil die Inflation natürlich durchs Geld drückt. Das muss man ganz klar sehen. Geldmengenerhöhung bringt Inflation mit der Zeit und die ganze sozialistische Bewegungen und so weiter und Staatsausgaben. Also, man hat dann argumentiert, ja, der Staat kann unendlich Geld ausgeben, er wird nie pleite gehen, aber das stimmt eben nicht. Der Staat ist wie ein Haushalt, der kann pleite gehen. Und dann hat sich jetzt die Konsumentenpreisinflation beschleunigt und die Zinsen haben müssen angezogen werden. Zuerst haben natürlich die Zentralbankiers gesagt, ja, die Inflation ist temporär und jetzt sagen sie, es ist alles wegen Putin. Nein, die Inflation, der Druck ist entstanden durch erhöhte Staatsausgaben, die Budgetdefizite, die wir haben, und durchs Geld drucken. Das ist ganz deutlich der Fall. Und die Zinserhöhung natürlich ist dann eingetroffen und haben die Obligationenkurs natürlich reduziert, auch andere Vermögenswerte wie Immobilien sind auch gefallen zum Teil. Und wir haben jetzt eine Inflation. Und eine Inflation, das müssen wir ganz klar sehen. Inflation ist eine Steuer. Sie trifft nicht alle Leute gleich, aber keine Steuer trifft alle Leute gleich. Der Normalbürger, also der Durchschnittsbürger, der wird am meisten getroffen von der Inflation. Der Lohnempfänger und die Rentner, also sag mal, ich beziehe AHV. Die ist nicht gestiegen, trotzdem die Preise sehr stark gestiegen sind. Und so ist. Das ist eben die Notenbanken, ihren Beitrag zur jetzigen Sauerei. Alle Staatseingriffe haben Folgen. Nur die meisten Leute können
die Folgen gar nicht beabsichtigen. Und sie erkennen auch nicht die Schaden, wo Interventionen in freien Markt beiführen. Die kommen halt über Zeit, oder? Das ist halt eben das süße Gift des billigen Geldes. Zuerst geht alles aufwärts und man hat das Gefühl, es gibt Gratis-Mahlzeiten und jetzt haben wir eigentlich den Schaden. Du hast angefangen mit deinen Überlegungen bei den Bankbilanzen in Amerika auf der Aktivseite, wo man das Geld eben in die Bonds hinein hat, also das Geld von den Sparern, von den Depositären in die Bonds hinein, in die Schatzpapiere, in die Treasuries. Und durch den schnellen Zinsanstieg sind die Papiere gesunken im Wert, oder? Das ist einfach der Mechanismus, wie es funktioniert bei den Zinspapieren. Und dann hat es Löcher gegeben auf der Aktivseite, die haben müssen Notverkäufe machen. Das hat einen Transmissionsriemen gegeben über den Aktienpreis. Es ist eine Vertrauenskrise entstanden und so sind die Banken untergegangen. Und dann gibt es einen Dominoeffekt, eine Bank nach der anderen. Man muss das stoppen. Die Frage ist, haben die Amerikaner das jetzt gut gemacht? Weißt, von der Behörde her, von der Yellen, der Finanzministerin und so weiter, hat Amerika jetzt vielleicht das Finanzsystem so weit wieder büschelt und gesichert, sodass es weiter kann gehen? Haben wir dort eine akute Krise, die dann weiter wird, in ihre Kreise ziehen? Ja, ich will da nicht wieder als Pessimist bezeichnet werden. Aber ich würde annehmen, das Finanzsystem ist ziemlich bankrott, wenn man sich das so überlegt. Aber man kann natürlich mit Geld drucken, über das die kurzfristige Lösungen finden. Oder eine Regierung kann unendlich Geld drucken. Vor allem, wenn sie Weltleitwährung sind, wie der amerikanische Dollar. Aber das Problem auch in der Schweiz will ich so umfassen. Das Problem ist eigentlich nicht die kurzfristige Lösung. Das Problem ist, das Management von Credit Suisse, die Kultur, wird immer noch da sein. Man müsste den Misthaufen einmal richtig aufräumen. Und nur Geld den Banken zu geben und sie zu stützen, nützt nichts, wenn man nicht nachher mit sag mal, ganz strengen Finanzverhältnissen dazu schaut, dass Banken kein zu grosses Risiko einnehmen. Und ich will nochmal hinweisen, viel von der Misere, die wir heute haben, kommt von den sozialistischen Bewegungen, die wir in der Welt haben, der rutscht nach links. Die Silicon Valley Bank, die ist nicht so ganz unbekannt, wie du das gesagt hast. Die hat Deposite von China und von Asiaten und vom Mittleren Osten und vor allem. Die hat große Bilanzsumme gehabt. Und sie haben einen Teil vom Geld, um präzise 85 Millionen an BLM, Black Lives Matter und ihre Organisationen gegeben. Spendet, also sind grosse Spenden. Das Problem ist, dass wieder Nietzsche das schon gesagt hat vor 130 Jahren, Sozialismus ist zu Ende gedacht, die Tyrannei der dümmsten, geringsten, oberflächlichen und dreiviertel Schauspieler. Vor 130 Jahren. Aber der in der Schweiz, wir werden ja linke Organisation bald. Also, das ist dein Lieblingsthema natürlich, aber heute reden wir über harte Fakten, nämlich eben über das Finanzsystem, ja, dass ihr, das hebt oder nicht hebt. Aber du hast jetzt etwas Gutes gesagt, im Grunde genommen muss man über den Tag hinaus denken. Das eine sind jetzt die Stützungsaktionen, das Geld anbringen, wie so Sandsäcke, oder? Wenn die Flut steigt, dann musst du irgendwo eine Wand bauen, damit nicht alles überschwemmt wird. Aber es geht weiter und man muss jetzt eigentlich sich die Frage stellen, wie kann man für die Zukunft ein besseres System bauen. Du, wo du aber immer über den Staat schimpfst, rufst du dann eigentlich gleichzeitig nach dem Staat. Weil der soll dann sonst zum Beispiel ein Trennbankensystem verfügen. Das muss ja dann gleich wieder der Staat
verfügen und sagen, ihr Banken, wenn ihr hier in der Schweiz wollt, Geschäfte, dann sind ihr jetzt einfach eine Schweizer Bank und habt nicht nur ein angehängtes Casino, wo dann irgendwo in Amerika die grossen Wetten eingeht. Ja, darum habe ich ja vorgeschlagen, vor 10 Jahren, bei der letzten Krise, dass man ein Trennbankensystem hat. Einheimische Credit Suisse, wo eigentlich traditionelles Geldgeschäft macht, und für risikoreiche Anleger soll man eine Investmentbank haben, wo es einmal in Amerika tätig wäre. Die könnte ohne weiteres pleite gehen, das wäre ja kein Problem. Aber du musst es sagen, aber ja, das habe ich jetzt begriffen. Dass gewisse Leute pleite gehen. Genau. Sonst hast du Moral Hazard, oder? Sonst sind eigentlich die Anreize falsch gestellt. Aber die Frage ist doch jetzt, wer soll so etwas verfügen? Bleiben wir in der Schweiz, da haben wir eine FINMA, wir haben einen Bundesrat, eine Administration, wir haben eine Nationalbank. Die könnten ja das schon längst verfügen. Wir sind vor 14 Jahren mit der UBS an einem Punkt gestanden, wo wir gesagt haben, das darf nie mehr passieren. Wir haben 14 Jahre lang Papierli generiert über Too Big to Fail und wie wir im Falle der Fälle reagieren. Und jetzt hat man das Gefühl, es ist alles nur für den Papierkorb gewesen. Wir sind völlig überfordert von dieser Situation. Jetzt gibt es einfach mal 50 Milliarden Kredit von der Nationalbank und in 2 Tagen ist dann das quasi schon wieder aufgebraucht. Also irgendwie fragst du dich doch, wer schau da zum Rechten. Das habe ich ja gesagt. Die Leute bei der FINMA und im Bundesrat sind zum grössten Teil, gehören sie zu der Tyrannei der Dümmsten, Geringsten und Oberflächlichsten. Das ist das Problem. Sie sind nicht fähig. Schau mal, die Aufsicht von einer Bank ist unglaublich kompliziert. Das kann eine Person gar nicht übersehen. Und das eine spezialisiert sich vielleicht auf Devisen und so weiter. Aber dann will ich noch ein weiteres Problem hinweisen. Nicht angenommen, ich habe ein Portfolio bei einer Bank oder in meiner Gesellschaft, muss ich eine Bilanz erstellen. Ich erstelle sie jeden Monat für mein Geschäft. Und wenn ich Wertschriften habe, die werden dann bewertet zum Marktpreis. Aber das ist nicht so bei einer Bank und bei gewissen Finanzinstituten. Die können zum Beispiel eine 100-jährige Anleihe kaufen und die geht um 50%. Dann können sie das in der Bilanz immer noch beim Kaufswert halten. Hold to maturity. Ja, ganz genau. Und das ist natürlich in meinen Augen ein grosser Fehler von der Bestimmungen. Das sollte jeden Tag oder jede Woche, in Englisch sagt man Mark to Market, also der Marktwert sollte dann bewertet werden, die Positionen. Das ist ein Problem von der Silicon Valley Bank gewesen, nicht? Aber nicht das einzige. Oder sie haben auch Depositen genommen, und an Jungunternehmer, vor allem im grünen Bereich, ausgelehnt. Und viele von diesen Firmen haben gar keinen Cashflow. Oder 30%, über 30% der amerikanischen Firmen heutzutage haben keinen Gewinn. Wie können sie ihre Schulden zahlen? Also, das sind wir irgendwie plötzlich auf die Welt kommen wir da und sehen Sachen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Mark Faber, wie schlimm wird es jetzt da mit dieser Welt? Also, wir haben schon über den Krieg geredet, vor einem Jahr, wo da plötzlich Russland die Ukraine angegriffen hat. Da bin ich ja ganz überrascht, wie du das anschaust, oder? Das heisst ja, haben eigentlich die Amerikaner angegriffen, aber wir müssen jetzt das nicht ausführen, aber es ist so, dass auf europäischem Boden gekämpft wird. Wir haben jetzt eine Bankenkrise. In Amerika sind mehrere Banken Konkurs gegangen, müssen abgewickelt werden. Wir haben in der Schweiz die Credit Suisse. Wer hätte das gedacht? Nummer 2, wo ein Riesenproblem hat. Wir haben Inflation immer noch sehr hoch, überall, auch in der Schweiz. Dürfen wir nicht schön reden. Und wir haben Zinsen, die steigen, um die Inflation zu bekämpfen. Wir haben die Gründe genannt, dass viele Geld drucken, Minuszinsen, all das Zeug, die wir aufgeführt haben. Wir haben Staaten, die sich verschulden, Politiker, die gerne Geld ausgeben, nicht diszipliniert sind. Also, wir leben jetzt in dieser Welt. 2023. Wie geht es weiter? Auf was steuern wir zu? Was hast du für ein Bild vor Augen, wenn du vorher schaust?
Ja gut, du wirst natürlich mir wieder vorwerfen, ich sei altmodisch und so weiter, aber ich will immerhin sagen, wo ich aufgewachsen bin in den 50er Jahren, hat man angenommen, dass ein Sparbüchli hundertprozentig sicher ist. Da ist jedem empfohlen worden, du 10% von deinem Einkommen aufs Sparbüchli, das ist sicher. Meine Großmutter hat für uns Grosskinder, sie war in Engelberg, hat für uns Grosskinder bei jeder Geburt ein Sparbüchli eröffnet und bei Geburtstag und Weihnacht 50 Stutz drauf da. Das ist heute nicht mehr so. Ein Bankdeposit ist nicht hundertprozentig sicher. Gut, bis man, glaube ich, in der Schweiz bis 100.000 Franken ist es eine Versicherung von der Regierung. Aber über das nicht. Und dann, es ist alles jetzt verschoben worden. Also wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ja, was ist sicher? Dann muss ich ihm sagen, leider ist nichts sicher. Sicher ist Diversifikation. Du wirst aus der Diversifikation nicht sehr viel verdienen, aber es ist relativ sicher, weil du hast Geld, sagen wir mal, in Russland oder in China und in Amerika oder in Kanada oder wo es auch immer ist. Aber es wäre kein Diversifikationsgeld in Amerika, Kanada, England, Australien. Das ist ein Land. Europa das Gleiche. In der Schweiz ist es ein bisschen besser, aber es bewegt sich auch in die Richtung. Dank unseren Sozialisten. Und dann müssen sie diversifizieren in Immobilien, in Aktien, Obligationen und Bargeld und Edelmetall. Und gewisse Leute werden diversifizieren in Kryptowährungen. Aber ich bin eher positiv über Gold im Vergleich zu Kryptowährungen. Aber das braucht auch noch eine Stunde zum Erklären. Nein, aber du kannst, wir können es kurz machen, weil bei Gold habe ich schon immer die gleiche Frage. Das tönt ja gut. Du suchst Sündhölzli. Ich kann dir leider nicht helfen. Nein, ich kann nur ein Buch dir zeigen. Das ist von Bertrand Russell. Das ist in den letzten 200 Jahren ungefähr einer der bedeutendsten Philosophen gewesen. Unpopuläre Betrachtungen. Ich bin gerade dran, das zu lesen. Das ist eben, im heutigen System haben wir eine Tyrannei der Dümmsten. Und jede Ansicht, die anders ist, als was der Staat als richtig erhält, das ist auch bei der Corona-Krise so gewesen. Da hat es hochgelehrte Leute gehabt, die haben Bedenken ausgesprochen und die sind abgedruckt worden. Wieso haben wir denn so eine Tyrannei von den Idioten? Also, mit was, also weißt, wir sind Menschen, wir können denken. Ich will irgendwie nie sagen, dass jemand, der etwas macht, sagen wir jetzt auf Regierungsstufen oder so, dass das einfach ein Double ist, weil der überlegt sich etwas bei seiner Arbeit. Also, das ist mir immer jetzt einfach zu sagen, ja das frage ich halt mich, nicht und so, oder? Das frage ich mich manchmal, ob er sich das richtig überlegt. Er überlegt sich, was ist für mich politisch am günstigsten? Wie kann ich aufsteigen und mehr Macht bekommen und in mehr Kommissionen sitzen, damit ich mehr und mehr Geld verdiene? Und wie kann ich da unter dem Tisch noch etwas reinholen? Das überlegt er sich. Und leider ist es so, dass heutzutage die meisten Politiker gar nicht interessiert sind am Einzelbürger im Volk. Gar nicht. Wie hat denn das passieren können? Ich meine, du redest eben gerne von der alten Zeit. Du bringst deine Großmutter von Engelberg, das sind schöne Beispiele und so, oder? Du bist um die Welt herumgekommen, du denkst, du schreibst, du liest jemanden, der unpopuläre Gedanken bringt, philosophische Sachen. Und irgendwie ist es zwar schon immer so gewesen, dass die ältere Generation, und ich gehöre jetzt auch langsam dazu, zurückschaut und sagt, früher war es besser gewesen, aber das ist ja auch immer, das ist einfach so ein bisschen, wie das Leben funktioniert. Aber weißt du, was ist denn schiefgelaufen? Auf dem Weg jetzt, wo du kannst überblicken, von der letzten, ich sage jetzt mal, 70 Jahre. Was ist denn irgendwie, wo sind wir dann irgendwie in die Idiotie hineingeraten,
wo du sagst, und warum ist das passiert? Ist es einfach, weil wir immer mehr Menschen sind und da gibt es immer mehr, irgendwie einfach musst du dich durchsetzen und dann versuchst du den Erfolg zu haben mit irgendwie so komischen Entscheidern? Oder weißt du, was läuft schief? Du hast wollen sagen, es gibt immer mehr Menschen, deshalb gibt es immer mehr Idioten. Nein, ich will ganz genau beschreiben, wie das zustande gekommen ist. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg auf der ganzen Welt, in den westlichen Ländern, durch den Kapitalismus einen unglaublichen Reichtum erreicht. Im Vergleich zu früheren Zeiten. Ich meine, der Unterschied zwischen Reich und Arm hat sich schon weit. Aber der Reiche und auch der Arme in der Schweiz, der hat eine ähnliche Toilette. Das war früher nicht der Fall. Der König hätte sich jeden Tag baden und so weiter. Während die Untertanen haben sich vielleicht einmal im Jahr gewaschen. Und wir haben den Reichtum erreicht und das habe ich gesehen. Jetzt bin ich ein Mitglied von der Neutralitätsinitiative für die Schweiz. Und ich sehe auch mit meinen alten Schulkameraden und so weiter, das sind alle Leute aus guten Verhältnissen, die müssen Geld haben, damit sie das freigeben. Und die sind einfach complacent. Das sind Salonsozialisten. Und das hat der Schumpeter ganz genau erklärt in dem Buch Kapitalism, Socialism and Democracy. Siehst du? Ich sehe. Das ist gut, das ist, hat noch richtiges modernes Design schon fast wieder, obwohl es uralt ist. Das sieht super aus. Ja, das ist eben das hochinteressant, wie der Kapitalismus in Sozialismus führen wird. Und zum Teil ist das auch von den Akademikern. Du gehst an die Universität, das ist ja eine linke Anstalt. Und die rechts sind und sind nicht extrem rechts, die werden rausgeekelt. Der Schumpeter ist ja der Begründer von dieser Theorie mit dem Boom und Bust, oder? Also es geht rauf und dann kracht es wieder zusammen und holt wieder neue Anlauf und so weiter. Das ist das ewige Wechselspiel von guten Zeiten und schlechten Zeiten. Oder? Sind wir jetzt einfach am Punkt, wo quasi eben der Zenit richtig überschritten ist und es runterfällt. Und das ist einfach so, da können wir gar nichts machen. Es geht runter, es ist schwierig, die Leute verlieren Geld, Wohlstand, wir haben sogar einen Krieg. Und dann wird es eine Durststrecke geben und nachher kann man wieder neue Anlauf holen, quasi als Menschheit. Ja, der Schumpeter hat das nicht erfunden. Er hat Business Cycles, das sind zwei Bände geschrieben. Ich habe die Ausgaben, zwei Ausgaben von diesen Büchern, sind über 1000 Seiten. Aber die Zyklen haben schon existiert und hat man schon beobachtet zur Zeit von den Ägypter. In der Bibel ist das beschrieben worden, die seit 7 fetten Jahren und mageren Jahren und so weiter. Meine Ansicht ist, die jetzige Krise ist nicht ein Weltereignis. Man kann also Geld drucken. Aber die Folgen werden sein, dass nach wie vor der Lebensstandard vom typischen Bürger, oder nicht der, der erbt das Geld, sondern Junge, die anfangen zu arbeiten, die werden weniger Geld haben als ihre Eltern vor 40 Jahren. Im gleichen Alter und sie werden real gemessen, also ich messe real inflationsbereinigt und Inflation nicht nach Zahlen der Regierung. Denn wie der Nietzsche auch gesagt hat, alles was der Staat sagt, ist eine Lüge und alles was er hat, ist gestohlen. So ist es. Um das ganz also, das heisst, ja, das heisst eben eigentlich, es ist jetzt weniger rum.
Und die kommende Generation wird weniger Vermögen sein, weniger Wohlstand haben. Und ich stelle fest, du orientierst deine ganze Überlegung, deine Gedankenkonstrukt an den grossen Philosophen, Schumpeter mit seinen Zyklen, der Nietzsche, den du jetzt wiederholt genannt hast, der einer von den ganz grossen ist. Und dann hast du noch den dritten gehabt mit seinen unpopulären Gedankenbetrachtungen, den habe ich jetzt noch nie gehört. Aber den könnte man dann auch noch in die private Bibliothek übernehmen. Zum Schluss, Marc Faber, hast du irgendetwas Optimistisches auf Lager, du als Dr. Doom, dass wir uns festhalten können an dem? Ein Hoffnungsschimmer? Ja, also ich möchte immerhin bemerken, dass die Stimmung ist so wie in einer Paniksituation. Und in diesem Moment ist es oft eine gute Gelegenheit, etwas kaufen. Und so wie ich das Finanzsystem anschaue, die Notenbanken haben gar keine Option oder eine andere Option oder Möglichkeit, als Geld zu drucken. Und das werden sie machen. Nicht, wo das angefangen hat im Jahr 2009, hat man das in Amerika genannt, QE1, Quantitative Easing 1. Die haben nicht gesagt, Money Printing 1. Und ich habe sofort gesagt, Quantitative Easing 1 ist Quantitative Easing at Infinity. Also zum Endlosen. Denn wenn Sie als Notenbank anfangen, Geld zu drucken, können Sie nur aufhören, indem sie den ganzen Betrieb, das ganze Finanzsystem in eine Klinik schicken. Und das dauert dann ziemlich lang, um das beheben. Und es gibt grosse Schäden in der Wirtschaft, also wie eine Depression. Das gehört eben im Kapitalismus auch dazu. Und das ist nicht akzeptabel. Ich meine, der Macron ist nicht sympathisch zu mir. Und ich bin kein, Bewunderer von ihm. Aber er hat natürlich schon recht, dass in westlichen Staaten die Altersversorgung pleite ist, wenn nicht das Alter angepasst wird, nach oben. Wobei, ich habe auch Verständnis, der, der eine schwere Arbeit hat auf dem Bau, zum Beispiel ein Plättlilegger oder Stahlplattenleger bei Grossbauten, das sind Berufe, da sind sie fertig mit 50, wahrscheinlich schon mit 45. Sie sind wahnsinnig hart auf die Knie und Gelenke und so weiter. Und andere Leute, so Double im Finanzwesen wie ich, können natürlich schaffen in der Unendlichkeit. Aber du, was du sagst, ist ja immer ein bisschen die Frage letztendlich, was ist besser, Kapitalismus oder Sozialismus? Wir haben sicher ein bisschen ein Mischsystem. Zum Kapitalismus zählen die Zyklen, Schumpeter eben, mal geht es ja, runter, dann geht es ab, dann sind wir wieder unten. Und der Sozialismus versucht ja eigentlich, wenn es gut macht, nachher artet es aus, zu verteilen, dass alle ein bisschen etwas überkommen, eben im schlechtesten Fall, muss man sagen, weil das ist dann irgendwo nicht mehr fair, all gleich viel, das geht eh nicht. Also weißt du, was brauchen wir jetzt? Brauchen wir noch mehr Kapitalismus oder eine Rückkehr quasi zum reinen Kapitalismus, wo dann aber auch heisst Schmerzen und im schlimmsten Fall Suppenkuchen? Ja, oder? Ja, aber Moment, ja, was heisst natürlich? Du hast jetzt vorher gesagt, einer, der das Leben lang körperliche Arbeit auf sich genommen hat, der hat es ja vielleicht verdient, früher in Rente zu gehen. Ist ja vielleicht auch eine Errungenschaft, dass man das lang hat können, oder? Also weißt du, wo müssen wir hin? In welche Richtung müssen wir gehen? Ja, gut. Wiederum, jeder hat eine andere Ansicht über das Thema. Meine Ansicht ist, wir sollten viel mehr Kapitalismus haben und weniger Sozialismus und weniger Regierungen, die von inkompetenten Leuten gesteuert werden. Aber das ist eine Ansichtssache. Sozialisten werden anders argumentieren. Und ich habe mich mit den Sozialisten sehr stark befasst. Aber ich möchte das doch so umschreiben. Sie haben den Wald und im Wald hat es Büsche, die sind klein und Bäume, die sind gross.
Und natürlich ist es Ungerechtigkeit, weil die grossen Bäume kommen mehr Sonne über als die Büsche. Aber wenn Sie in einer Gesellschaft die hohen Bäume alle stutzen auf das Niveau der Büsche, das ist die Frage. Nicht? Der Sozialismus, das hat auch der Bertrand Russell, der Philosoph, dargestellt, ist eine, es ist nicht eine angenehme Philosophie. Es ist eine Philosophie vom Neid. Wo man die Leute eigentlich will abdrucken, die erfolgreich sind. Das ist in meinen Augen das Hauptproblem. Natürlich hat der Kapitalismus auch Fehler. Und ein Fehler ist natürlich, dass mit der Zeit es möglich ist, unter dem Einfluss eben von anderen Kräften, dass er sich verbindet mit dem Staat und grossen Einfluss auf den Staat hat, also Gesellschaften, und den Staat beeinflussen kann, und dann tut der Staat hat Einfluss auf die Medien, und die Medien haben Einfluss auf den Staat und so weiter. Dann gibt es so einen Kuchen, eine Aristokratie von Proleten. Das ist nicht eine Aristokratie von gebildeten Leuten, oder? Nicht wie in Griechenland, das Denken von Plato ist sie eine Demokratie von gut gebildeten Leuten. Heute haben wir eine Demokratie von Unwissenden. Wobei, also mein Vater hat immer gesagt, Schweizer Wähler haben im Großen und Ganzen gut gewählt. Also sie sind wenigstens noch nicht in die UN, in die EU beitreten. Aber nachdem man das Desaster von der EU sieht, hoffe ich, dass der Schweizer Wähler weiterhin sich weigert, der EU beizutreten. Das ist ja schrecklich. Schauen Sie die Leute, die in Deutschland Politiker sind. Da hat Einstein schon recht gehabt. Das Licht bewegt sich schneller als der Schall. Und deshalb sehen sie noch relativ intelligent aus, bis sie ihr Maul eröffnet. Bis man gehört, was sagen. Wunderbar. Allerdings können die deutschen Politiker rhetorisch aufdrehen, was bei uns nicht überall der Fall ist. Aber auch das kann eigentlich noch als sympathische Note vom Schweizer angeschaut werden. Marc Faber, du wirst uns bald besuchen, nehme ich an. Gehst du auf Wahlkampftour oder weißt du, also auf Referendumstour, Neutralität, kommst du in die Schweiz wieder mal und trittst du auf, Neumann, wo kann man dich sehen? Ja, vorläufig trete ich nicht auf. Aber ich bin vor ein paar Wochen, für zwei Tage in der Schweiz gewesen. Aber nur aber eben ganz kurz, sehen. Weil ich auf der Durchreise gewesen bin. Und es war kalt. Gut, also, aber wir würden uns natürlich freuen. Nein, aber jetzt im Ernst, also, du bist engagiert rund um die Neutralitätsinitiative. Das ist eine wichtige Geschichte, selbstverständlich. Und wer weiß, also, wenn du in die Schweiz kommst, ich habe das jetzt dir noch nie gesagt, aber ich würde dann mich freuen, vielleicht können wir dann mal etwas live machen. Wäre noch, also live, weißt du, quasi zusammen. Oder so, nicht nur über die Leitung. Also, vielen Dank. Ja, also ich mich noch viel mehr. Danke vielmals, Marc Faber. Alles Gute. Schönes Wochenende. Ciao, Lukas. Schauen wir, dass das Feld hebt. Mach's gut. Ciao.